Hallo, liebe Freunde, da sind wir wieder beim LS17. Ich muss mal eben kurz hier ein bisschen leiser machen. So, genau, und zwar war ich doch wieder ein bisschen lauter, ist zu leise. So. Habe ich in der letzten Folge ein wenig den. Hier ein paar Sachen verkauft, weil ich ja. Ich muss kurz die Tür aufmachen, die Katze will raus. Und zwar. So, jetzt bin ich wieder da. Und zwar will ich hier, ja, wie heißt es jetzt? Wollte ich ja ein bisschen Geld machen. Er zeigt dir mir oben links nicht an, ob ich Geld, wie viel Geld ich habe oder. Achso, ich bin hier noch den Dingens am machen. Genau, ich bin hier gerade einen Auftrag am machen. Und zwar das Feld hier säen. Das mache ich aber allerdings nur. Ich muss mal eben kurz den Sound hier doch ein bisschen runterdrehen. Hier, das ist echt ein wenig so laut. Ach nein, wie geht das da hier? So, da ist der Sound. Lautstärke, Umwelt, Fahrzeuge. Mache ich mal auf 50%. Ist okay. So, jetzt könnte man mich auch ein bisschen deutlicher hören. Hoffe ich doch mal. So, ich mache den Auftrag hier, weil ich zu wenig Kohle habe, um mir die Schafe zu leisten. Ja, von daher muss ich jetzt hier ein bisschen gucken, dass ich hier alles so schön zusammen bastel, dass das auch funktioniert. Ich hoffe, ihr hört mich laut genug, denn irgendwie laut Anzeige von OBS Studio. Ich nehme mit OBS Studio auf gerade, da ja die X-Toy nicht funktioniert. Deswegen muss ich OBS nehmen. Und weil OBS nicht funktioniert, es liegt an LS17, also an diejenigen, die mal die dasselbe Problem haben beim Aufnehmen von der LS17 wie ich. Es liegt nicht an dem Aufnahmeprogramm, sondern eher an das Spiel. Giants weiß Bescheid und sind auch schon an dem Problem dran. Und wie ich mir habe sagen lasse. Und von daher müssen wir noch teilweise ein bisschen was abwarten, dass die das vielleicht gebacken kriegen in nächster Zeit. Und so, ich muss wieder lauter machen, damit ich ein bisschen lauter quatschen kann. Genau so. Ja. Giants muss das dann halt noch ein bisschen wieder verbessern, dass das auch aufnahmefähig ist. Und ich dann wieder mit die X-Story aufnehmen kann, weil das läuft dann doch schon ein bisschen besser als hier mit OBS. Obwohl OBS eigentlich schon gar nicht mehr so schlecht ist, ne? Ich nutze nicht übrigens nicht OBS normal, sondern OBS Studio. Und zwar aus dem Grund, weil OBS Studio immer wieder aktualisiert wird und OBS normal nichts mehr. Habe ich mir zumindest sagen lassen. Oder beziehungsweise ich habe es gelesen. Ich glaube, das Drehen mache ich dann doch lieber wieder selber. Das ist dann doch ein bisschen besser. Aber hier haben wir jetzt erstmal einiges zu tun. Ich werde auch, glaube ich, diese hier fertig machen. Diesen Auftrag hier. Da kriegen wir übrigens 23.000 für. Wir haben jetzt zurzeit 13.000. Das wären dann 36.000. Die wir insgesamt haben, und wir brauchen, um die Schafe zu kaufen, brauchen wir ein bisschen mehr. Könnte sein, dass wir da um die 40.000 brauchen, wenn wir 10 Schafe haben wollen, aber das werde ich nachher noch gucken. Also in der nächsten Folge werde ich mal gucken. Wir müssen ja langsam endlich mal reinhauen, dass wir die Schafe hier kriegen, weil ich habe schon Gras geerntet. Ihr habt das in der letzten Folge leider nicht sehen können, weil Shadowplay auch so leichte Probleme hatte mit dem Aufnehmen. Zumindest hat er das in ganz dunkel aufgenommen. Ich weiß nicht warum. Aber leider hatte das Probleme, genauso wie DxStory zurzeit Probleme hat, das aufzunehmen. Aber wie gesagt, es liegt am Spiel und nicht am Aufnahmeprogramm.
hier nehme ich übrigens gerade auch das Fenster auf. Also ich habe hier Bildschirmaufnahme, eher gesagt, von dem Bildschirm 1. Ich habe ja zwei Stück. Und so kann ich LS17 aufnehmen mit OBS Studio. Und ich hoffe auch in der Qualität, die genügend ist, ausreichend, sage ich mal. Das könnt ihr mir alles in die Kommentare schreiben, ob das so reicht oder nicht. Das Spiel ist immer noch zu laut. Also laut dem Balken hier bin ich gerade mal minimal lauter am Reden, als das Spiel laut genug ist, sag ich mal. Einfach so. Ich habe ja beim letzten Folge, genau, das konntet ihr ja nicht so richtig sehen, habe ich Gras geerntet. Ich habe auch schon dann den Futtertrog von den Schafen gefüllt. Das heißt also, die Schafe haben schon Futter und Wasser kriegen die dann, wenn die da sind. Da werde ich auch noch ein bisschen Futter nachfüllen. Aber alles ist vorbereitet, damit die Schafe direkt ihr Wohlfühlquartier erstellen können oder hinlegen können, was weiß ich auch immer. Tja, ne? Und dann können wir mal endlich, eventuell, hoffentlich nächste Folge loslegen. Das dauert echt arg lange hier, dieser Auftrag. Also ich werde den wohl eventuell doch, wenn das hier, sag mal schnell. Jetzt habe ich natürlich vergessen, was ich sagen wollte. Wenn das jetzt hier fertig ist, werde ich das dann nochmal... werde ich das zu Ende machen hier, das Feld, ohne euch, damit ihr das nicht die ganze Zeit gucken müsst, weil das ist ja schließlich halt nur so ein Auftrag. Und den müsst ihr ja nicht hier bis zum Ende mitgucken. Das heißt, ich werde den dann zu Ende machen, werde dann die nächste Folge starten, sobald ich dann bei den Schafen bin, dann gucken wir mal, wie teuer die sind. Dann können wir uns eventuell ein neues Schaf kaufen. Oder eher gesagt, neue Schafe. Denn ich will da mehrere haben. Ich brauche so um die 10 will ich haben. Je nachdem, wie viel ich kriegen kann. Ein Männlein und den Rest alles Weiblein. Das reicht ja hoffentlich. Dann können die sich gegenseitig vermehren. Vielleicht hole ich mir auch erstmal Jungschafe. Ich glaube, Jungschafe kann man auch erstmal holen. Muss ich mal gucken. Ich kenne mich da noch nicht so mit aus. Und wenn ihr mal eine neue Karte sehen wollt, ich habe mir Gold Crest Valley runtergeladen. Das ist so eine Mod-Map von Pandahama auf modhoster.de. Und die habe ich leider noch nicht angefangen zu spielen, aber soweit ich was ich gesehen habe auf den Fotos, sieht die schon mal ziemlich cool aus. Zumindest ist der Huf auf der ist verlegt, nee, ist auf derselben Stelle und die ganzen Kühe, Schafe, Schweine, die sind alle auf einem Fleck sozusagen, alle in der Nähe vom Hof. Von daher finde ich das gar nicht mal so schlecht. Und ne, falls ihr das gerne möchtet, werde ich die mal anfangen. Wenn ihr dann möchtet, dass ich die hier parallel weitermache, dann sagt das, schreibt das in den Kommentaren. Aber ich denke, ich werde dann hiermit aufhören mit dieser Map und dann bei der anderen Mod-Map anfangen. Ich werde euch dann in der ersten Folge erstmal sowas dazu sagen. Was so Pandahama neu gemacht hat an der Map. So, hier ist es arg düster drin. Ich muss mal Licht anmachen. So, jetzt sehe ich auch wieder was. So, wir haben oben rechts, seht ihr noch die Zeit, wie viel Zeit wir noch haben, um das Feld fertig zu bekommen. Wir haben 37 Minuten ungefähr noch über. 37,5 Minuten, bis wir das Feld fertig haben müssen.
weiß nicht genau, ob wir das schnell genug schaffen, bis die Folge zu Ende ist. Die haben jetzt schon 10 Minuten und wir haben noch nicht mal die Hälfte, also glaube ich nicht, dass wir das schaffen. Aber dann ist egal, den Rest, den mache ich danach. Mache ich während der Aufnahmepause und dann, wenn wir hier fertig sind, ne, wisst ihr Bescheid? Fange ich dann die neue Folge an. Entschuldigung. Kleiner Huster. Oh, ich hoffe echt, dass die Aufnahme so klappt. Wenn ich die dann natürlich direkt hochladen könnte, dann wäre es natürlich Spitzenklasse, aber das weiß ich nicht genau. Kann sein, dass ich die noch bearbeiten muss. Aber das werde ich sehen. Weil diese Aufnahme fertig ist. Weil wenn das so weitergeht, dass das so gut läuft hier, dass die Aufnahme gut genug ist und ich die auch direkt hochladen kann, werde ich das natürlich machen. Die Aufnahme ist diesmal nicht so dunkel wie bei Shadowplay. Scheint so, als wenn Shadowplay auch noch Probleme hat, das Spiel aufzunehmen. Ich hoffe, die kriegen das schnell fertig, weil damit ich wieder mit DX Story aufnehmen kann. Bei DX Story, da kenne ich mich halt am besten mit aus und weiß auch am besten, wie ich was mache. OBS hier, das bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob ich das alles richtig eingestellt habe. Von daher sehe ich diese Folge mal als Testfolge. Muss ich mal darauf achten, wann Giants den nächsten Patch veröffentlicht. Könnte dann sein, dass das dann schon dabei ist. Anderer YouTuber hat den gemeldet, die mit dem die eigentlich auch recht ja, die haben Kontakt zumindest zueinander. Und er hat denen gesagt, dass das ein bisschen Probleme macht, aufzunehmen, und die haben dann gesagt, oh, okay, werden wir uns mal dran setzen und das Problem beheben, ne? Hoffen wir natürlich, dass es klappt. Dass die dahinter kommen, warum? Das liegt natürlich wahrscheinlich an deren neueren Engine. Also wenn das Video dann hochgeladen ist hier, das wird dann in 1080p sein, das wird dann nicht in 1440 sein. Oder eher gesagt in 1152p. Aber das seht ihr auf YouTube, glaube ich, auch in 1080p. Also von daher ändert sich für euch nichts. Habe jetzt auch halt eine Stunde hier dran gesessen, damit ich das ja, die richtigen Einstellungen finde. Wir sind immer noch nicht bei der Hälfte. Mein Gott. Das wird Ewigkeiten dauern. Also wenn ich das jetzt noch weiter aufnehmen würde und das dann, müsste ich das wahrscheinlich in zwei Folgen fertig machen, aber ich werde dann nach dieser Folge das dann zu Ende machen. Ohne Aufnahme. Damit es dann hier vorankommt, damit ihr auch schneller ein bisschen seht, dass es vorangeht. Ne? Ich tue ja mein Bestes, aber irgendwie will die Kohle nicht so mitsprechen.
Oh. Entschuldigung, ich habe einen kleinen Frosch im Hals. So, und jetzt sind wir ungefähr an der Hälfte angekommen. Jetzt haben wir schon eine Viertelstunde hinter uns. Das heißt, ich werde ungefähr ein Drittel noch selber machen müssen. Ohne Aufnahme, aber das ist nicht so schlimm. Mache ich für euch natürlich gerne, ne? Geht eigentlich trotzdem noch ziemlich zügig eigentlich hier mit dem Auftrag. Finde ich ja sogar nicht mal so schlecht. Also wenn die Aufnahme echt so gut ist, wie das aussieht und vielleicht auch die Größe nicht so ganz groß wird von der Aufnahme, dann werde ich das direkt hochladen. Aber so muss ich das dann wahrscheinlich doch bearbeiten nochmal, aber das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Also lasst euch überraschen, ne? So, in der letzten, habe ich das schon gesagt, dass ich in der letzten Folge Gras und sowas schon geerntet habe, also Futter für die Schafe. Ich weiß gar nicht. Also Futter für die Schafe habe ich schon mal. Ich habe Wasser für die Schafe. Ich habe den Trailer, um die Schafe abzuholen. Der steht schon bei Mary's Farm, da wo ich die Schafe holen muss. Nur habe ich jetzt leider vergessen, den Preis mir aufzuschreiben, wie viel die ungefähr kosten. Aber ich meine, das waren 4.000 pro Schaf, also recht viel, ne? Und da werde ich dann nächste Folge hinfahren, also am Donnerstag werdet ihr die sehen. Und werde mir das dann, ja, werde das dann, wie soll ich sagen, ich hab's vergessen. Ja, werde dann mit die Schafe da rüberfahren zum Hof. Und dann haben wir schon mal die ersten Tiere. Wo ich echt drauf gespannt bin. Zimmer. Haben wir jetzt die 20 Minuten knapp rum. Dann würde ich mal vorschlagen, dann mache ich das hier mal ohne euch weiter zu Ende, damit es für euch nicht allzu langweilig wird. Ich habe jetzt auch die Musik aus, weil ich habe noch von Global noch keine Musik erhalten, sage ich mal. Und das kommt dann wahrscheinlich erst nächste Woche. Muss ich mal gucken, ich muss noch mal mit dem quatschen.
Und wir sehen uns dann auf jeden Fall am Donnerstag. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Denkt an einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, wie das Video aussieht. So von der Mache her und sowas, wie das geworden ist. Schreibt es gerne in die Kommentare. Da würde ich gerne mal eure Meinung zu hören. Also, wir sehen uns dann. Bis dahin, euer Wora. Ciao, ciao.